Herzlich willkommen bei Fliegeflüge. Mein Name ist Katja. Wie kann ich Ihnen helfen? Im heutigen Video macht Rainer noch einen weiteren Schritt auf seinem Weg, in Deutschland zu wohnen. Er wird einen Flug nach Deutschland buchen. Rainer könnte das online machen, dann müsste er einfach googeln und einen Flug aussuchen und bezahlen. Das hilft seinem Deutsch aber nicht. Deshalb versucht Rainer, den Flug ohne Computer zu buchen. Ihr könnt mehr über dieses und andere Themen lernen, wenn ihr an Unterrichtsstunden bei Lingoda, der Online-Sprachschule, teilnehmt. Ich arbeite seit längerem mit Lingoda zusammen und kann euch versichern, sie werden euch helfen, eure Ziele beim Deutschlernen zu erreichen. Klickt den Link in der Beschreibung und fangt heute an, Deutsch mit Lingoda zu lernen. Ich weiß, dass ich einen Flug ganz einfach online buchen könnte, aber ich möchte Deutsch üben. Deshalb rufe ich die Fluglinie Fliegeflüge an. Ich werde versuchen, meinen Flug nach Deutschland per Telefon zu buchen. 0 49 0 96 Herzlich willkommen bei Fliegeflüge. Welcome to Fliegeflüge. Für Deutsch drücken Sie die 1. For English, please press 2. Möchten Sie eine bestehende Buchung ändern oder stornieren, dann drücken Sie bitte die 1. Für Unterstützung beim Online- oder Mobil-Check-In drücken Sie bitte die 2. Benötigen Sie Unterstützung bei den Funktionalitäten von Fliegeflüge.com oder der Fliegeflüge-App, dann drücken Sie bitte die 3. Für alle anderen Anfragen drücken Sie bitte die 4. Herzlich willkommen bei Fliegeflüge. Mein Name ist Katja. Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, mein Name ist Rainer. Ich möchte einen Flug buchen, aber ich habe keinen Computer. Ist es möglich, einen Flug per Telefon zu buchen? Ja, das geht. Das möchte ich machen. Was muss ich tun? Sie sagen mir, wo Sie hin möchten. Dann nehme ich Ihre Kreditkarte oder IBAN auf und je nachdem, wann die Reise ist, können Sie den Flug per Kreditkarte oder Lastschrift bezahlen. Ich möchte nach Berlin fliegen und der Abflughafen ist St. Louis, Missouri. Ja, und wann soll der Flug sein? Am Donnerstag nächste Woche. Das ist dann der 25. Ja, genau. Und brauchen Sie dann auch einen Rückflug oder nur einen Hinflug? Nur Hinflug. Einen Moment bitte. Wie viele Personen reisen denn? Nur eine. Ein Erwachsener, nehme ich an? Ja. Economy oder Business Klasse, was möchten Sie? Economy. Einen Moment, ich schaue, was ich für Sie finden kann. Zum Beispiel gäbe es da einen Flug von St. Louis nach Newark um 11.12 Uhr in der Früh und dann von Newark nach Berlin, wo Sie dann um 7.50 Uhr am nächsten Morgen wären. Wie viel kostet der? Einen Moment, lassen Sie mich schauen. Ja, den kann ich Ihnen für 2.996,90 € anbieten. Wie bitte? Ja, das wären 2.996,90 € für den Hinflug. Und das ist nur von St. Louis nach Berlin? Genau. Die Nur-Hinflüge sind etwas teurer als die Hin- und Rückflüge, sag ich mal. Gibt es eine billigere Option? Lassen Sie mich schauen. Einen Moment. Ich suche, ob es anderes gibt. Tja, es tut mir leid. Ich kann Ihnen leider nichts anderes anbieten. Müssen Sie denn am 25. auf jeden Fall fliegen oder geht das ein bisschen später? Leider kann ich nicht später. Ich könnte früher hinfliegen, aber nicht später. Ja, es wäre günstiger, wenn Sie später fliegen. Ein Rückflug irgendwann, wenn Sie ihn buchen könnten, wäre auch eine Idee. Ich glaube, ich kann mir das nicht leisten. Ich werde meine anderen Optionen durchsuchen und sehen, ob ich etwas Besseres finden kann. Ja, natürlich. Schönen Abend. Dankeschön. Tschüss. Mein Gott, warum ist das so teuer? Ich google mal. Flüge von St. Louis nach Berlin. Am 25.
Es gibt ein paar Optionen unter 1000 Euro. Ich kenne diese Fluglinie nicht, aber das ist mir nicht so wichtig. Solange der Flug in Berlin ankommt und ich diese Wohnung mit Trixi anschauen kann, ist es mir egal, ob es mit allem drum und dran ist. Wenn ich mit einer bekannten Fluglinie reise, kostet es ungefähr 2500 Euro, aber das ist immer noch billiger als mit Fliegeflüge. Mal sehen, was passiert, wenn ich Hin- und Rückflüge suche. Ja, das ist billiger, als wenn ich nur einen Hinflug buche und enthält beide Flüge. Aber ich weiß leider nicht, wann ich zurückkommen werde. Wie viel kostet's denn, wenn ich einen Flug um die Weihnachtszeit buche und, wenn ich muss, später umbuchen? Es kostet 200 Euro, wenn man umbuchen muss. Das ist aber immer noch besser als 3000 Euro und ich werde irgendwann zurückkommen. Flüge während der Weihnachtszeit kosten aber doppelt so viel wie im Oktober. Es ist teuer bis Mitte Januar. Dann sind die Preise wieder normal. Ich buche meinen Rückflug im Februar und buche ihn um, wenn ich weiß, wann ich zurückfliegen möchte. In meinem nächsten Video werde ich meinen Koffer packen, aber nächste Woche wird Herr Antrim noch einmal über Konjunktionen sprechen. Dieses Mal spricht er über ein paar andere unterordnende Konjunktionen. Falls ihr Deutsch in Einzel- oder Gruppenunterricht lernen wollt, solltet ihr den Lingoda-Link in der Beschreibung anklicken. Sie haben fantastische Lehrer, die euch helfen werden, eure Ziele beim Deutschlernen zu erreichen.